Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo. Wir haben uns jetzt ein wenig angeschaut. Ich glaube, wir könnten da noch einen Naturpark herbauen. Das ist bezaubernd. Für Polyester jedoch soll es keine Verzeihung geben. In dieser einen Sache sind sich Satan und der Herr einig. Okay. Wir können einen Helikopter bauen. Wollen wir das da her bauen? Wir lassen das weg tun. Entfernen wir die Modernisierung mal als erstes. Der Märtyrer ist. Und. Warte mal, was kann ein Märtyrer überhaupt? Vier Bekehrungen. Woran erkenne ich das, was er kann? Das ist dann schon mal so, wie ich das erkenne. Na gut, machen wir halt noch Verkehr oder Redner. Dann hätten wir, ich glaube, mit Märtyrer haben wir auf jeden Fall zwei zusätzliche Sachen gekriegt. Oder? Kann das sein? Und schicken wir den darüber. Nach dem Panzer irgendwo. Verschanzen. Oh, der Apostel kann die Wege verbreiten. Damit wir nicht zu Dings werden. So, das synthetische Material hätten wir. Fortgeschrittene Ballistik, Kernspaltung. Der ist schon da, bist du irre. Oder mache ich mal die Elektrizität. Super. Freibeuter werden wir nie bauen. So, wir haben einen großen Musiker. Rekrutieren. Frédéric Chopin, Nachtstück in S-Dur und Grand Vals Brillant, Opus 18. Wo ist die Eremitage? Ah, nicht die Eremitage. Genau, danach. Sydney könnten wir fahren. Da, große Bibliothek von große Opernhaus von Sydney. Es gibt keine Boni durch gleiche Sachen.
So, wir haben hier einen Siedler. Siedler. Wir sollten vielleicht wirklich darüber bauen in die Tundra, um dieses Erdöl abzubauen. Das ist absolut absurd, aber wir werden das machen. NASA hat Millionen von Dollars ausgegeben, um einen Kugelschreiber zu erfinden, der im Weltraum schreiben kann. Die Russen haben einen Bleistift benutzt. Okay, wenn wir Satellitensendungen einschalten, kriegen wir plus 200% Tourismus durch große Musikwerke. Finde ich nicht schlecht, aber auch nicht großartig. Integrierte Raumzelle, plus 15% Produktion für Weltraumrennenprojekte für Städte mit Militärakademien oder Seehafen. Das ist schon besser. Ein bisschen. So, Kriegsrecht haben wir auf jeden Fall mal raus. Plus 15% Produktion für Weltraumrennenprojekte. Städte mit Militärakademie oder Seehafen. Naja, machen wir mal das. Tourismus. Vielleicht sollte man das mit den Dings doch andenken. Zumindest die Satellitensendungen, die liefern einen Haufen Tourismus. Kartografie. Die Kartografie raus und Satellitensendungen rein. Hey! Da es nun überall Luftwaffenstützpunkte gibt, kann unser Militär jederzeit auf der ganzen Welt zuschlagen. Finde ich gut. Der gibt einfach nicht auf. Du bleibst einfach stehen.
zurückgehen. Das sieht auch aus. Den jungen Mann gemeinsam. Gehst da rüber. Schau mal, inwiefern wir da Sachen kolonisieren könnten. So, da sind wir eh so ziemlich fast fertig. Ja, Schnellplatz ist okay, dauert 4 Runden. Bring ich jetzt zur Globalisierung? Ja, das ist ein bisschen der Tee. Ich bin auch gut durchgekommen. Puh. Das Werk zu machen. Bis dahin. Oh, man kann dich aufbessern zum Zuschauen. Schau dir was an.
Genügt es eigentlich schon, um den Zerstörer zu haben für den Stadtstaat? Ja, genügt schon. Dabei baue ich, glaube ich, auch irgendwo einen Zerstörer. Das ist aber praktisch. In dem Moment, wo ich das bauen wollte, habe ich das Land gekriegt. Hast du gut gemacht, Detroit. Oh, heißt das, du magst da jetzt wieder eine Stadt hinbauen, wo ich da schon mal eine zerstört habe? Hey, das ist ja beinahe schon sinnvoll, aber Uran gebe ich dir keines. Was sagst du? Na, dann nicht. Die haben noch immer meine Luken da hängen. Ich weiß nicht genau, wo die verfangen sind mittlerweile, aber sehr weit sind die noch nicht, forschungstechnisch. Die guten Araber. Ist ja süß. Hey, wir hatten Erfolg. Wir haben 300 Goldstücke gestohlen. Finde ich gut. Die Handwerker da oben einsetzen. Da gibt es noch Kakao, der nicht abgebaut ist. was ist hier? So, dieser Apostel. Zerbertrismus statt 220, was die anderen machen. Bist du irre? Nein, ich will eigentlich nicht mit dir reden.
der Chopin. Wie geht's da? Wir machen noch dein Opus 18. Hm, das kenne ich sogar. So, wir haben das Jahr 1900. Schau dir was an. Ist ja irre. Geld und noch relativ viel Glauben. Das hätte ich gut ganz gerne. Warum kostet der hier nicht so teuer? Ich heiße die Worte eurer Propheten und Priester willkommen. Wir können so viel von ihnen lernen. Ha. Wusste ich's doch. Wir können ihnen sogar fast freundlich stimmen. So, wir brauchen Wohnraum in Kairo und in Detroit. Feiner Kulturstieg steht bevor. Ah, okay. Und muss nur noch eine Dings machen. So, wir haben keinen Bonus. Na dann nehmen wir mal Quick geschaffen und mal damit einen Bonus kriegen. In nächster Zeit. So, dann machen wir mal diesen Typen. Oder? Ich schaffe mal ein paar Quellen. So, du kaufst mir jetzt als erstes das Feld hier. So, und du produzierst mir. Was produzieren wir hier? Ist ziemlich egal.
Zuerst brauchen wir mal ein Kohleindustriegebiet. Ich überlege gerade, ob das da dann auch zählt. Vergesst die Manöver, greift sie einfach direkt an. Da haben wir auch verloren. Das schneller Einsatz. Schauen wir mal. Was haben wir denn da an Diplomatie-Sachen? Eine Gesandte zählt für uns zwei Gesandte, wenn das den Souverän eine andere Regierung hat als ihr. So, das haben wir mal weg. Das geht da auf. Jetzt überlegen wir, ob wir plus 50% Produktion nah und fern und Kavallerieabwehreinheiten in Saturnzeitalter und Informationszeitalter ist okay. Wenn wir die bauen sollten irgendwann einmal, dann wäre das vielleicht ganz okay. Wissenschaftsbonus. Indischer Handelsweg. Plus ein Kultur für jeden Spezialbezirk. Immer die Wunder einfach, das passt schon. Ich weiß nicht, ob wir jetzt bald wieder ein Wunder bauen werden, aber so, du gehst doch da mal drauf. Du musst bitte da runter. Wenn ich das gut sehe, würde ich dich noch da lassen. So, du hast den Panzer irgendwas bekehrt. Das nächste ein Sendai. Einfach stehen.
Okay, du gehst doch pauselos. So viel kann man nicht mehr machen. Globalisierung. Ja. Das machen wir mal. Und Argos können wir spawnen. Was können wir bauen? Ein Stadion. Oh, mein Stadion, was soll's? Nächste Runde müssten wir eigentlich genügend Glauben haben, damit wir uns den Naturforscher kaufen können. Ja, aber das werden wir uns erst das nächste Mal anschauen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, schlaf gut und auch was Schönes. Bis dann.